Ich finde das witzig, bei Subnautica erhöhst du durch Technologie Tauchtiefe und hier erhöhst du die Höhe. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Forever Skies, meine lieben Freunde. Dem Subnautica der Lüfte. Ja, also es wird halt als Subnautica der Lüfte bezeichnet. Ich weiß auch schon genau, warum das so ist, weil einige der Sounds und auch die Computerstimme und auch dieses ganze Steuerungsgedöns von dem Luftschiff, sagen wir mal, man hat sich sehr stark bei Subnautica orientiert, tatsächlich. Man hat sich... Was? Der Kraftstoff ist aufgebraucht? Schon wieder? Das gibt's doch gar nicht. Wie schnell geht denn das? Ah, ich brauche Sündmaterialien schon wieder. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns dieses Spiel reinziehen, Forever Skies, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die mal am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, dass ich hier einfach mal Teile von Wolkenkratzern wegseppe gerade. Heiliger Bimbam, nicht schlecht. Da stürzt einfach mal alles ein. Nicht schlecht. So, warte, jetzt muss ich über hier. Kraftstoff, genau. Machen wir mal den Kraftstoff. Printing completed. Welcome aboard, Captain. All systems online. Ja, aber wirklich. Da brennt irgendwas. Ist das ein Windrad? Guck mal, das ist ein Windrad. Oh, das war ein Windrad. Erforsche die Basisturbine und errichte sie am äußeren Teil des Luftschiffs. Baue eine neue Wand auf dem Luftschiff. Habe ich denn gerade keine Wände hier? Sind das eigentlich Löcher da? Es sind Löcher, glaube ich, kann das sein. Ist ja ganz skurril. Aber wie komme ich denn da jetzt hoch? Warte mal. Achso, ja, stimmt. Ich kann ja hier Shift drücken, ne? Genau. Aber da... Da komme ich nur bedingt nach oben irgendwie. Die Basisturbine muss ich hier machen. Basisturbine, okay. Was stand da? Jetzt habe ich es nicht gelesen. Vergrößert irgendwie den Radius. Ah, wahrscheinlich kann ich damit dann höher aufsteigen. Ich dachte, die muss ich da oben erst finden. Ja, stimmt. Basisturbine. Benötigt einen Fabricator. Was braucht man denn da? Ich habe nicht genug Zeug. Elektrische Elemente, Maschinenteile. Okay. Ah, da muss ich hier wahrscheinlich... Huch. Nee, warte mal. Da muss ich wahrscheinlich dann hier mit. Gehe ich mal schwer von aus. Muss ich wahrscheinlich die Dinger da weglasern. Okay, alles klar. Dann warte, dann müssen wir ein Stück hier rumfahren und müssen uns mal ein paar Teile kredenzen. Sonst klappt das nicht hier. Hier diese ganzen Trümmer, die hier hängen. Ich muss nur das Luftschiff mal drehen, dass ich mit meiner Kanone rankomme. Das ist das hier, wa? Ja, guck mal, Kupfer. Regenwassersammler, fortgeschrittene Insektenköder. Okay. Okay, hier kann man gar nichts machen. Warte mal, gib mir mal das. Gib mir mal das. Metalle, genau. Gib mir mal das. Und da ist nochmal Metall. Schon wieder Hydration. Mist. Okay, warte mal. Ich muss mal irgendwie schauen, dass ich hier mal so eine Membran kriege. Nein, doch nicht so. Warte. Ich wollte hier gerade... Hier wollte ich ran. Elektrische Elemente. Okay, Metalle habe ich jetzt. Maschinenteile fehlen. Die Frage ist, kann ich die jetzt herstellen, die Maschinenteile? Deckextraktor, Scanner. Vielleicht muss ich da nochmal zurück zu der anderen Location. Vielleicht habe ich da nicht genug gesammelt. Oder kann ich, warte mal, kann ich hier an der Basis was weglasern eigentlich? Da kann ich doch bestimmt auch was weglasern. Da gibt es doch auch wieder so Membranenteile und so. Wenn ich ein Stück wegfahre vielleicht, dass ich ein bisschen mehr Überblick habe über das, was da ist. Wenn du Maschinenteile findest, scanne sie. Habe ich noch was zu trinken? Ja, trinken habe ich noch. Okay, warte, dann trinke ich einmal. Und den Rest vom Wasser brauche ich dann zum Kochen. Hatte ich nicht noch eine Motte? Ah ja. Schnell mal was essen. Erstmal essen. Ganz wichtig. Also ich muss das scannen. Okay, kann ich das nicht auch erforschen, theoretisch? Hier, Maschinenteile, das kann ich auch erforschen. Stimmt, haha, das kann ich ja so machen, Mensch. Ist er wieder schlau gewesen. Hat er wieder voll vergessen alles. Und eine Motte. So, was, warte mal, was waren da noch? Sekunde, Moment. Was brauche ich noch für das Zeug? Es geht um die Basisturbine.
Ich brauche elektrische Elemente und Maschinenteile. Okay, Maschinenteile kann ich ja jetzt herstellen, richtig? Oder nicht? Hab's doch gerade erforscht, eigentlich. Ja, hier, genau. Gleich mal herstellen. So, und jetzt muss ich noch elektrische Elemente, genau. Die brauche ich noch. Hervorragend. Wisst ihr, ich habe die nämlich schon gescannt beim letzten, bei der letzten Episode, habe ich schon wieder vergessen. Und jetzt kann ich sie herstellen, beziehungsweise erforschen und sehen. Also man muss sie scannen, erforschen und dann herstellen. So ist die Reihenfolge und nicht anders. Elektrische Elemente. Und wenn wir genug davon haben, dann können wir die komische Turbine machen. Okay, wir brauchen noch mal Metalle. Das kriege ich aber hier. Wenn ich Ausschau halte. Es ist gerade wieder so eine Sturmsituation. Man sieht schon wieder kaum die Teile. Nützt mir das vielleicht was, wenn ich das wegseppe? Metalle, jawohl. Aber man muss auch mal Glück haben, meine lieben Freunde. Aber sowas von. Reicht aber trotzdem noch nicht. Muss mich mal in die Welt, in den Sturm drehen einfach, damit die Teile von vorne kommen, damit ich die besser sehen kann. Das sind synthetische Teile und das brauchen wir, genau. Diese komischen Stahlträger, die da durch die Gegend zappen. 35 brauchen wir. Eins noch. Komm, gib mir noch eins. Das da drüben, genau. Warte, zapp das gleich noch wieder weg. Los, komm zu Papa. Komm zu Papa, Bär, jawohl. Und das nehmen wir auch gleich noch. Tu es. Yes! So, dann gleich mal hier drucken. Jawohl, jetzt kann ich die Turbine machen. Nice. Und jetzt komme ich dann nämlich auch auf die nächsthöhere Ebene damit. Wir müssen mal irgendwie zusehen, dass wir hier noch diesen Kondensator noch machen. Damit wir da gleich noch mal Wasser filtern können. Das wäre schon ganz schlau. Komm schon. Tu es. Wow, um Gottes Willen. Was zum Teufel? Wo muss ich denn das anbauen? Sekunde mal. Ach du meine Güte, wie soll ich denn das platzieren? Wo soll ich denn das platzieren, frage ich mich. Wie soll ich denn das machen? Ja, nun stress doch mich mal nicht so hier. Ja, da drüben. Warte, da war es gerade ganz kurz. Da. Yes, maximale Flughöhe erweitert. Ah, jetzt kann ich aufsteigen, siehst du? Das wird sich bestimmt noch aufklären. Und vielleicht finde ich ja hier nochmal was zu essen. Das scheint ja ein größerer Komplex zu sein. Da oben ist bestimmt auch noch irgendwie was, wo wir hin müssen. Auf so einem riesen Wolkenkratzer, ich sag's euch. Boah, was das da für Waves sind, Alter. Guckt euch das an. Ja, meine Güte. So, warte mal, dann machen wir doch gleich mal hier Seppi Seppi. Seppi Seppi Sepp Sepp. Autsch! Immer dieses laute Bläm. Bläm. Meine Ohren sind auch ein bisschen empfindlich. Das kannst du doch mit mir nicht machen hier. Erstmal hier alles seppen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ganz wichtig. Yes, und da ist noch so ein Ding. Synthetische Materialien. Baue eine Wand auf. Finde und scanne das Standortradarobjekt. Okay. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass ich hier was finde, wo was ich essen kann und trinken. Forsche und baue lieber den Wassersammler, um Wasser zu bekommen. Okay. Ist das hier? Helium! Helium! Das ist aber schön. Das kann man atmen. Habe ich gehört. Habe ich mir sagen lassen. Helium nehmen, ja. Ich habe ganz viel Helium genommen. Wunderschön. Kein von Helium kriege ich genug. Wunderbar. Okay, warte, warte, warte. Genug mit den Spaßigkeiten hier. Wir müssen diese komischen Sachen scannen. Erforsche und baue einen Standortradar. Nee, warte mal, hier muss es noch Zeug geben. Ich bin noch nicht so weit. Ich kann noch nicht gehen. Hier, guck mal, hier gibt es noch Zeug. Das können wir doch nicht einfach hier lassen. Wo kommen wir denn da hin? Okay, das kann man nicht scannen. Guck mal, da ist doch eine ganze Basis, ist da noch.
Das müssen wir alles auseinandernehmen. Warum bin ich denn eigentlich so platt? Muss ich mir irgendwie... Kann das sein, dass ich mir ein Bett bauen muss oder so? Der muss irgendwie schlafen, kann das sein? Fatigue. Weißt du, das ist nicht etwa Müdigkeit. Nein, es ist gleich Fatigue. Das ist gleich ein Krankheitsbild. In diesem Spiel ist alles direkt ein Krankheitsbild irgendwie. In die Sonne gucken, Krankheitsbild. Melone essen, Krankheitsbild. Ja, ja. Bist du gleich komplett krank, gleich komplett kaputt. Wie hier nichts ist, ey. Was soll ich damit? Da ist ja nichts. Da sterbe ich jetzt, glaube ich. Ah, ein Flicken. Okay, na immerhin. Wenigstens etwas. Helium. Da ist nochmal Helium. Gott, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht durchfalle. Warte mal. Hier sind noch Räume. Da gehen wir nochmal hin. Ich sollte mir ein Bett bauen, wird gesagt. Okay. Gut. Mach ich gleich. Mach ich gleich. Leiterplatten ist bestimmt auch wichtig. Gib mir das. Gib mir das, gib mir das, gib mir das alles. Hat hier keiner mal was zu... Ha, ja, ich werd wahnsinnig. Immerhin schon mal was zu trinken. Was ist das? Bilderrahmen. Ich habe einen Bilderrahmen. Wie schön. Das ist so nützlich. So wunderschön und nützlich ist das. Nein, hier ist eine Sackgasse. Okay, warte, ich muss wieder zurück. Irgendwann falle ich hier nochmal in irgend so ein hässliches Loch rein, ich sag's euch. Weil ich denke, da wäre irgendwie ein Boden. Na, auch das noch. Ein Storm is coming. Ja, warte, nicht so schnell. Schnell rein, um Gottes Willen. Okay, warte, ich brauche ein Bett, ich brauche ein Bett. Wie mache ich ein Bett? Oh mein Gott. Ha, ein Bett, genau. Da habe ich doch überhaupt keinen Platz für ein Bett. Wo soll ich denn hier ein Bett hinbauen? Ich kann gerade mal aufrecht stehen. Ganz klasse. So, was war... Wie war das jetzt? Ich soll mir dieses Ding erforschen hier. Diesen Wasser-Sammler. Regenwassersammler. Um Gottes Willen. Was? Ah! Blitze treffen... Treffen die höchsten Punkte. Ah. Absinken, absinken. Notfallabsenkung. Oh mein Gott. Nicht fair hier gerade. Gehen wir mal hier drunter so ein bisschen. Ach du meine Güte, Alter. Okay, warte. Was? Bett fertig? Okay, Bett fertig. Moment, ich muss das Bett hinstellen. Ja, wenigstens das mal. Okay, schlafen, komm. Ja, er schläft. Nein, er verliert Essen und Trinken. Wie er schnauft. Ach was. Nein, ich klebe fest. Ja, warte mal. Dehydration, Critical Condition. Mach Sachen. Warte, ich trinke hier das Soda-Pop. Und dann, haben wir noch irgendwas gefangen? Hier, warte mal, genau. Mach mal jetzt hier noch die Motte hier. Warte, 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 warte. Wasser hier, genau. So, komm. So, habe ich jetzt das Ding erforscht hier, dieses komische Wasserextraktionsgedöns? Ich habe keine Ahnung. Warte mal, muss ich das jetzt bauen? Muss ich das jetzt hier herstellen? Regenwassersammler, genau, was brauche ich? Plastikmüll, Kupfer und Metalle. Na toll, Metalle kriege ich, aber wo ich Plastik herkriege soll? Wo sind die Metalle? Da ist wieder synthetisches Zeug. Das ist schon wieder so trübe hier, ey. Man sieht überhaupt nichts. Ohne Witz. Ich überlege, warte mal, kann ich hier oben noch was lasern irgendwie? Nee, geht nicht. Da kommt Zeug. Schnell. Da ist noch was. Das holen wir uns mal auch noch. Es geht nicht. Wie viel? 10 Metalle habe ich jetzt. Gleich ist er tot. Ich bin noch nicht tot. Ich bin noch nicht tot. Das ist nur das Helium. Alles gut. Wo ist es zwischen? Was? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach ja. Die Motte. Moment. Warte mal, nimm mal den Bilderrahmen aus der Schnellleiste. Was ist denn das hier? Pommes? Ach nee, Kupfer. Okay. Das Kupfer sieht merkwürdig aus. Erstmal die Motte essen. So. Und am besten gleich nochmal... Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie ich diese Membranen herstellen kann für den Filter, habe ich jetzt ehrlicherweise keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Werkzeug, bitte. Transformator. Irgendwie muss man die doch hier machen können, irgendwo an irgendeiner Stelle. Das kann doch nicht sein. Wo steht denn hier was von Membran? Oder bin ich einfach nur blind? Deckextraktor? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Eigentlich müsste das doch hier dabei sein. So, warte, halt, den Regenwassersammler, den Regenwassersammler. Okay, wir brauchen noch, noch mehr Müll und Plastikmüll. Wo kriege ich denn Plastikmüll her, um Gottes Willen? Ich glaube, Plastikmüll, das ist, ach, das war dieses Zeug, was rumgeht. Da muss ich nochmal auf die Station gucken, vielleicht gibt es das da ja noch. Okay, da muss noch irgendwo mehr Plastikmüll sein, da oben. Vielleicht mal so ein bisschen rumfliegen und mal gucken, ob ich mit der Kanone noch irgendwas wegballern kann. Kannst du den Müll nicht herstellen? Den Plastemüll? Warte. Achso, da muss ich. Meinst du, ich muss ihn erforschen, oder was? Das könnte sein, aber ich sehe hier. Ah ja, doch, Plastik. Bestimmt, da ist er ja, Mensch. Blind ist er. Nee, gut, dann guter Hinweis. Dann kann ich den machen. Alles gut. Siehst du, deswegen spiele ich das im Stream, damit ihr mir sagen könnt, was ich berücksichtige. Was? Oh nein. Festkörperbatterie einsetzen. Okay, gut. Da piept schon wieder. Okay. Aber ihr könnt natürlich in YouTube übrigens auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr Tipps habt, was ich berücksichtigen soll. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Moment, jetzt müssen wir hier das Ding machen. Yes, jetzt können wir den Regenwassersammler machen. Hervorragend. Denn so langsam aber sicher geht die Trinkleiste nach unten. Und ich kann dagegen nichts tun, weil ich keine Membran habe. Und das ist ungünstig. Maximal ungünstig. Wassermembran ist noch nicht erforscht. Ja, aber wo kann ich die denn machen? Ich sehe die hier nicht. Oder bin ich einfach nur blind? So, warte. Jetzt hier. Schnell. Sammler aufstellen. Hier draußen. Oh bitte, tu es. Oh bitte, tu es einfach. Ah, warte, ich weiß, glaube ich, wo ich Wasser herkriege. Moment, ich weiß es. Moment, da waren doch diese Auffangbecken hier überall. Moment, ich muss nochmal landen. Da gibt es bestimmt hier auch noch Auffangbecken oder sowas. Was denn? Ach, kein Kraftstoff, Mensch. Ah. Wie fast alles. Erst finden, scannen, dann forschen. Ja. Aber ich habe jetzt, glaube ich, den Bogen raus. Warte. Muss erstmal wieder tanken. So, jetzt müssen wir hier nochmal landen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier gibt es doch bestimmt so ein Ding zum Sammeln von Zeug. Boom. Flansch. So, Moment, Sekunde. Er ist schon wieder todmüde hier. Waren wir hier drüben eigentlich schon? Machen wir den Scanner an. Keine Ahnung, anscheinend waren wir hier schon. Ja, guck mal, die Windräder haben die Gesellschaft auch nicht gerettet, ne? Wollte ich nur mal so gesagt haben, für alle, die mal sagen, Windräder, alles voll toll. Risiko der Dehydration. Das hatten wir schon gemacht, oder? Sollte vielleicht nicht rennen. Ich glaube, damit verzehre ich meine wenigen Ressourcen noch viel schneller, als wie wenn ich nicht renne. Okay, warte mal, wir gehen mal hier runter. Das hatte ich schon genommen hier, ne? Ja, hier, warte mal, hier war noch Helium. Aber müsste es hier nicht auch irgendwie mal so ein Wasserauffangding irgendwie geben oder irgendwas? Irgendwas müsste es doch hier mal geben. Ich muss doch irgendwie mal Wasser herkriegen irgendwo. Kann doch nicht wahr sein. Ja, Kalorien, bla bla. Jetzt macht mal keinen Stress hier. Warte mal ganz kurz, ich muss kurz kondensieren. Da... Erforsche und baue den Standortradar. Achso, das ist ja meine Aufgabe, stimmt. Ich bin voll... Standortradar. Okay, das kriegen wir hin. Hat denn der hier jetzt schon mal was gesammelt, hier, der Sammler? Werkzeug erforderlich. Leere Flasche. Okay, warte. Nee, warte halt, ich muss hier arbeiten dran. Standortradar. Yes! So, warte. Ich habe noch Wasser, oder? Nee, habe ich nicht. Ich habe Helium, aber ich habe kein Wasser. Haha! Das ist schlecht! Das ist ganz schlecht! Was mache ich denn jetzt? Im Wasserkocher ist noch Wasser. Nee, da steht benötigt Schmutzwasser. Ach so, ja, da. Ja.
Gut, gut aufgepasst. Mega gut aufgepasst, definitiv. Ja, ja. Nicht schlecht. Ich habe wieder nicht aufgepasst, deswegen bin ich fast tot. Na, Gott sei Dank habe ich den Chat, ohne Witz. Und die Stimmen in meinem Kopf, die mir sagen, wie war das, der Typ, der hier das Luftschiff geflogen hat, hat ja auch Stimmen im Kopf. Der Typ, der vor uns da durchgedreht ist, der Leon, oder wie er hieß? Oder Nero? Neo? Standortradar, nice. Und wie steht der Radar? Standortradar, kann ich... Ist es egal, wo wir das hier... Kommen wir auch aber mal hier hin. Boah, gucke mal, nice. Ich habe keine Ahnung, was ich da sehe. Egal. Underdust. Ah, Regen. Oh, Baby, ja. Schmutzwasser. Geil. Ich hab Schmutzwasser. Es ist ein Traum. Geradezu. Chaos ist sein zweiter Vorname. Ich habe einen zweiten Vornamen. Ich dachte, mein zweiter Vorname wäre Schönheit. Unglaublich. Reinigung im Gange. Schönheit und Intelligenz. Das ist mein zweiter Vorname. Nein, natürlich nicht. Damit habe ich mich schon längst disqualifiziert hier während der ersten zwei Episoden hier. Warum denn schon wieder Immunitätsabnahme, ey? Hör doch auf. Aber ich habe dreimal sauberes Wasser immerhin. Soll ich schon wieder schlafen? Komm, ich schlaf mal. Er atmet wie Darth Vader, wenn er schläft. Ey, unglaublich. Und er verdurstet beim Schlafen. Mann, Blechles Heilige, ey. Trinkt mal hier, los. Ich muss schon wieder angeln gehen. Aber warte mal, jetzt haben wir diesen Radar. Erreiche die Ausrufezeichen-Markierung nach dem Radar. Na dann los. Ja toll, ich sollte vielleicht das Radar so aufbauen, dass ich es auch sehen kann. Wa? Guck mal, das kann man nämlich auch so machen. Guck mal. Nice, dann kann ich das nämlich da hinsetzen, wo ich sehen kann, kann ich drauf gucken. Erreiche die Ausrufezeichenmarke. Welche denn? Warte mal, da gibt es zwei. Eine ist etwas näher dran. Vielleicht sollten wir mal zu der hinfliegen, die etwas näher dran ist. Volldampf voraus. Irgendwie finde ich das manchmal ein bisschen beängstigend, wie erratisch diese Trümmerteile einfach mal die Richtung ändern. Man denkt immer, man kann das vorhersehen ungefähr, wo die lang fliegen. Oh nein, Insekten. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, in einen Insektenschwarm reinzufliegen, ehrlich gesagt. Du solltest vorher an den Lichtern halten und Materialien looten. Ja, ja, mach ich ja. Ich fliege ja zu den Lichtern, mach ich ja. Ich muss ja eh auch tanken und sowas alles zwischendurch. Erratisches zur Nacht, genau. Ganz ungewöhnliche Uhrzeit für mich heute auch. 22.33 Uhr nehme ich das hier auf. Oh, guck mal, da hinten sind irgendwelche Ranken am Horizont. Ich will das Rampen sagen, aber Ranken. Da ist ein, oh. Okay, krass. Nicht schlecht. Spielbär, die Rankensau. Jetzt aufpassen Sie sich nicht vor lauter Müdigkeit hier gegen irgendwelche Masten gegenfliege. Kommunikationspunkt erreicht. Na Mensch. Dann landen wir doch mal da unten auf dieser plattigen Form. Und hoffen mal, dass wir nicht abstürzen. Ich glaube, hier war die Demo auch schon zu Ende, kann ich mich erinnern. An dem Punkt. Das hat er dann irgendwie aufgehört nach einer gewissen Zeit. Man hat ja irgendwie nur ein paar Minuten oder so. 20 oder so. Ach komm, das war noch mal ganz leicht aufgedötzt. Dein Schiff hat kritischen Schaden erlitten. Was muss ich jetzt machen? Reparieren? Weglasern? Plastikmüll, noch mehr, jawohl. Wenn ihr auf die Menschheit in einer Sache Verlass ist, dann dass es immer genug Plastikmüll gibt eigentlich. Deswegen, liebe Kinder, immer schön Plastikmüll produzieren. Irgendwann wird es euch beim Luftschiffbau nützen in der Apokalypse. Und wir füllen das Dreckwasser ab. Nice. Hervorragend. Und den Flicken nehmen. Und da ist sogar Kraftstoff. Nice. Ah, eine Membran. Hätte ich jetzt scannen müssen, ne? Ich Blödmann. Habe ich vergessen. Egal.
Maschinenteile. Kurzes Geländer. Benötigt Luftschiffbauer. Alles klar. Ein Spünd. Okay, warte, hier kommen wir noch hoch weiter. Kannst es ja ablegen und scannen. Kann ich das ablegen und scannen? Ist das so? Jetzt erstmal Pock. Das Ding ins Gesicht. Okay, warte kurz. Moment. Ablegen und scannen soll ich? Tatsache, warte. Scheinbar habe ich das schon gescannt. Dann habe ich keine Ahnung, warum ich das nicht erforschen kann. Oh, ich dachte gerade, ich falle runter, um Gottes Willen. Nee, Moment, Vorsicht jetzt, Spiel, werde ich nicht euphorisch werden. Ganz schlechter Moment dafür. Okay, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Und gleich mal hier wieder Wasser schmutzig entschmutzifizieren. Habe ich jetzt was zu essen eigentlich gefunden? Sieht nicht so aus. Es sei denn, den Football vielleicht. Okay, nee, warte, wir fliegen. Ja, ja, Risiko des Verhungerns. Du mich auch. Ich angel mir mal was schnell. Anscheinend geht nach dem Ablegen nichts mehr zu scannen. Na toll. Warte, ich muss mir was angeln. Muss schnell angeln. Warte, in der Zeit kann ich ja hier was lasern, oder? Guck mal, synthetische Materialien. Nicht schlecht. Irgendwo da konnte ich noch was, egal. Kann man hier nicht so ein Gerüst auch wegsengeln, wegtingeln? Ja, schnell. Das muss noch gekocht werden, beeil dich. Staubmotte. Staubmotte. Wasser rein und Motte rein und kochen. Boah, Wasser wird ja auch schon wieder eng, ey. Nein! Ich wollte nicht schlafen, verdammt. Gott sei Dank hat er abgebrochen. Gefahr des Verhungerns. Ach, hör auf. Immer diese Übertreibung. Komm schon, koch. Und wieder angeln direkt. Mann, hier musst du in einer Tour wieder Multitouching machen. Das gibt's doch ja nicht. Und eigentlich schon mal vorfahren und noch Materialien farmen nebenbei noch, ne? Wo muss ich denn eigentlich nochmal hin? Warte mal. Elektrokocher hat die Arbeit fertiggestellt. Nice. Na dann mal los. Gleich mal konsumieren, das Viech. So, und schon wieder fertig? Nee, noch nicht. Warte mal. Schmutzwasser abfüllen wieder. Warte, nu. Ah, okay. Anheben. Anheben. Und trinken. Oh, was ist das? Ah, das Staubsalatblatt. Genau, warte. Dann mal gleich hier das reinziehen. Genau, und kochen. Dann haben wir eine leere Flasche. Die können wir benutzen, um wieder Dreckwasser in den Wasserentsafter zu machen. Erforsch einmal Wasserkondensator und Membran. Ja, war das jetzt schon? Das war doch hier nicht. Ach, da oben, Wasserkondensator. Ja, stimmt. Ich dachte, weil ich den schon habe. Ich bin doof. Ich dachte, weil ich den schon habe, könnte ich den nicht. Egal. Jetzt weiß ich es ja. Jetzt habe ich es gemacht. Gott sei Dank habe ich es noch in der zweiten Episode gemacht. Hätte ich es erst in der dritten Episode gemacht, hätten mich alle wieder gehasst. Weil ich so lange dafür brauche. Weil ich das nicht checke. Hervorragend. Warte, dann kann ich jetzt die blöde Membran endlich herstellen, glaube ich. Na, tatsächlich. Da ist sie doch. Na, jetzt habe ich ja eine gefunden. Jetzt brauche ich ja keine. Na, dann kann ich die ja gleich einsetzen. Ja, nice. Guck mal. Hervorragend. Wie erklären Sie die Lücke in Ihrem Lebenslauf? Da habe ich dem Bären beim Mottengrinden zugesehen. Wir melden uns. Ja, hervorragend. Ja, kann man mal machen. Gekochter Staubsalat. Weißt du was? Den schiebe ich mir gleich zwischen die Kiemen. Guck mal, was jetzt hier alles läuft. Nicht schlecht. Ah, da ist ja gar nichts drin, Mensch. Schlabber Sabber, hervorragend. So, der Urin vom Hulk wird jetzt hier extrahiert, hervorragend. Und dann fliegen wir mal einfach weiter, wa? Bärchen, die hassen sich nicht, die sind nur neidisch, weil sie nicht dieses Aha-Gefühl haben, Kappa. Aha. Interessanter Blickwinkel, kann ich da nur sagen.
Ja, weil die wissen ja schon alles, die Leute. Die wissen ja alles schon vorher. Ja, was denn? Was ist denn das eigentlich für ein Treibstoffverschwender hier, der Motor? Das gibt's doch ja nicht. Den kann man bestimmt noch effizienter machen dann später, 100 Pro. Ich höre urinierende Geräusche, warte mal. Benötigt Kondensator. Ne, warte mal, abfüllen benötigt eine Flasche. Moment, Sekunde. Ah, der da. Hier, Flasche leer und dann Schmutzwasser abfüllen und dann hinzufügen und weiterfliegen. Oh Gott, was ist denn jetzt auf einmal? Warum tropft mich dieser Glibber? Ich glaube, es wird Tag. Komme ich hier durch? Warte mal. Wo muss ich eigentlich hin? Warte mal. Bin ich überhaupt richtig? Ah, da warten hier. Das gibt's doch nicht. Kraftstoff muss hat er da. Synthetischer Kraftstoff. Printing completed. So, und dann steck ihn rein. Und dann mach hier mal 50 ein. Vorsicht, nicht rausschmeißen. Ich steig mal ein bisschen höher auf. Irgendwie traue ich dem Braten nicht so ganz. Warte mal, kann ich dieses Gestrüpp da drüben, warte mal, kann ich das wegmachen? Oh ja, warte, das machen wir mal gleich. Aber irgendwie will er nicht so richtig. Ah, jetzt. 10 Metall. Was, das gibt nur 10 Metall, das Ding? Na nun, mach es halt weg. Christ of Jesus. Das hat auch einer gefragt. Wer oder was ist Christ of Jesus? Oder Jesus Christ? Ja, wer ist das wohl? Das ist ein Autoverkäufer. Der Christ of Jesus. Oh, Christ of Jesus! Das ist ein Autoverkäufer, der nicht besonders erfolgreich war. Mein Gott, ist das ein Gestrüpp und ein Gewirr da unten. Das ist schon dieses grüne Licht da, oder? Dieses Signal, wo wir hin müssen. Ich glaube schon, Alter. Sag mal, wo sehe ich eigentlich meine Lebenserwartung von meinem Luftschiff? Guck mal, da gibt es ja sogar eine Windanzeige. Aus welcher Richtung der Wind kommt. Ich fahre gerade gegen den Wind. Ich wüsste gerne, wie viel Leben mein Luftschiff noch hat. Wenn ich ehrlich bin. Aber ich meine, noch sehe ich keinen Schaden, der so visuell sichtbar ist. Von daher, nur nicht direkt drauf. Um Gottes Willen. Weiterbildung, die Zukunft neu denken. Proteinreiche Ernährung mittels monochromatischer Falter. Alter Falter, nicht schlecht. Das sind 3 Lichter. Aber waren es nicht 4 Lichter eigentlich ursprünglich? Also als man den Picard gefragt hat, waren es doch 4 Lichter oder nicht? Oder waren es 3 Lichter? Weiß gar nicht mehr genau. Schon wieder so ein komischer Klotz. Also, es ist schon echt verrückt, was hier so durch die Gegend fliegt. Das muss man einfach auch mal sagen, ja? Nimm mal Flicken in die Hand. Willst du mich flicken? Benötigt keine Reparatur. Guck mal, das benötigt alles keine Reparatur. Platziere es auf deinem Luftschiff. Das sieht aus wie Kaugummi, Alter. Schöner. Warte, da war was. Da war irgendwie. Da? Okay, 90%, egal. Das war ein Kaugummi-Flicken, den ich da drauf gemacht habe. Komme ich hier drüber? Komme ich hier drüber? Sieht aus, als würde ich drüber kommen, gerade so. Ach komm ey, was ist denn das? Kriege ich irgendwann mal bitte effizienteren Kraftstoff? Das ist ja nicht normal, Mann. Wie oft man hier den Kraftstoff machen muss. Warte mal, ich wollte gerade nochmal was machen, aber geht nicht. Weißt du was, ich muss mir da mal so ein Kontingent zusammenklauben, glaube ich, weil das ist ja echt. Bis ich da mal eine vernünftige Menge habe hier, bist ja irre im Kopf. Los, lass dich fangen. Jawohl. Oh Gottes Willen. Manchmal denke ich, ich falle runter, ohne Witz, wenn er die Kanone loslässt. Erst bauen, dann kleben. Ja, wo soll man sich denn hier hinkleben, frage ich mich.
Hier ist ja keine Straße, wo man sich hinkleben kann. Wie praktisch. Ans Luftschiff kleben. Sind da eigentlich jetzt Scheiben drin? Da hinten? Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob da Scheiben drin sind oder ob das einfach offen ist hinten. Es sieht aus, als wäre es offen, ehrlich gesagt. Weil da steht ja auch, baue eine Wand. Was habe ich ja immer noch nicht erledigt. Insofern ist da wahrscheinlich auch einfach keine Wand drin. Da ist alles offen. Na toll. Das ist bestimmt gesund. Kannst durchgehen, okay. Oh nein, Insekten. Warte mal, wo muss ich denn da jetzt landen? Da komme ich doch schon wieder nicht weiter hoch. Aber das ist die Ausrufezeichenmarkierung. Würde ich jetzt mal behaupten. Weil laut meiner Anzeige hier müsste das sein eigentlich. Sieht krass aus, aber da komme ich wieder nicht hoch. Da brauche ich noch so eine Düse, was? So eine... Lande an einem markierten Ort. An einem neu entdeckten Ort. Ja. Aber ich brauche da vorher noch so ein Aufstiegsding, glaube ich. Eine Basisturbine brauche ich da nochmal. Sonst komme ich da nicht weiter hoch. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass eine weitere Basisturbine dafür sorgt, dass ich noch weiter hochkomme. Würde ich jetzt mal stark annehmen, dass es so sein müsste. Oh, ich habe keinen Insektenköder mehr. Warte mal, das ist schlecht. Das müssen wir auch mal machen, ey. Kommt zu nix hier. Ich muss die ganze Zeit nur essen und trinken. Guck mal, der Staub hat die Farbe geändert. Heftigst. Los, beeil dich. Mach mal hinne. Mann, wie lange dauert denn das? Komm schon, zieh. Tu es, tu es, tu es. Wenigstens noch da auf so einer Plattform landen. Warte. Nein, so. Kriege ich das jetzt da ran außen? Bei der anderen Seite habe ich es außen dran gekriegt. Dann muss ich das hier auch schaffen. Warte. Ja. Jawohl, 270 Meter. Guck mal, das sind genau die 270 Meter, die uns gefehlt haben. Ich finde das witzig, bei Subnautica erhöhst du durch Technologie, also oder reduzierst du quasi die mögliche Tiefe, die Tauchtiefe, also du erhöhst die Tauchtiefe und hier erhöhst du die Höhe. Ist auch witzig eigentlich. Langsam jetzt, genau. Jawohl. Jawohl, gib mir mal hier den Scanner. Oh Gott, ist das... Detected new objects requiring scan. Au! Studienmenü ansehen. Nein, jetzt gehe ich erstmal hier hoch. Jetzt will ich mich hier erstmal umgucken. Aber ich habe das Grundprinzip jetzt schon mal so langsam kapiert. Nach der zweiten Episode habe ich es endlich kapiert. Sehr schön. Oh, warte mal. Da oben steht irgendwas Krasses. Was ist das? Schmutzwasser! Nein, sag bloß, ich habe keine leere Flasche. Egal, da muss ich nochmal dann mit einer Flasche leer. Pflanzenöl. Polymer. Pflanzenöl. Können wir mitnehmen, guck mal. Da kann ich bestimmt was braten damit. Polymer, nice. Sieht aus wie Gold. Epoxid, Alter, was gibt's hier bitte? Das Aufsammeln. Ah, die Datenkarte kann ich analysieren. Okay. Das kann ich auch aufmachen. Ja, Mensch, guck mal, da haben wir ja einiges gefunden hier. Nicht schlecht. Eine wahre Schatzkammer hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Inventar wird irgendwann zu klein für die ganzen Sachen, die wir hier finden. Ey, ohne Witz. Da muss man sich wahrscheinlich dann reinseppen irgendwie. Das wird wahrscheinlich hier jetzt so nicht gehen. Ich muss gleich schon wieder schlafen, ey. Ein Gewächshaus. Was ist das? Mehrfingerige Rapsblüte. Der Wassergehalt nimmt schon wieder ab, okay. Interessant, wir haben hier ein Gewächshaus, meine lieben Freunde. Ich muss gleich schon wieder schlafen, weil das geht ein bisschen schnell mit dem Essen und Trinken. Au! Wie, hat er sich jetzt geschnitten am Glas oder was? Nicht dein Ernst. Oh, was ist das? Hummerchili. Ja, ich habe was zu essen gefunden. Nein, das Inventar ist voll. Nein, auch das noch.
Nicht euer Ernst jetzt. Ich muss voll weit nach unten wieder. Nein, warum werde ich denn nur immer so spät gewarnt? Verdammt. Nein. Ah, da ist Zeug noch. Warte mal, das müssen wir noch mitnehmen. Nein, jetzt nicht lesen. Saatgut und Setzlinge. Nein, das kann ich jetzt nicht lesen. Ich bin mitten im Sturm. Es geht nicht. Warte mal, wie komme ich denn hier jetzt raus? Oh, was ist denn das? Ich habe überhaupt keine Ahnung von irgendwas. Au, au, au. Hilfe, um Gottes Willen, nein. Kreuzblume, was? Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Ich kann nichts mehr machen. Ah, Hilfe. Und an dieser Stelle endet diese Folge Forever Skies. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die BR-Nachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Forever Skies, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Möglichkeit, um meinen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet, und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.